Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr sicher wisst, kam in den letzten Wochen und Monaten einiges an Informationen auf uns zu und das nehmen wir in diesem Video mal durch. Heute leider mal ohne Kamera, denn die spinnt, aber hier ist ein kleines Bild von mir, dass ihr nicht vergesst, wie ich ausschaue und damit wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Als erstes kam ein neuer Stil für die Pre-Order-Pakete und zwar kam ja lange nichts Neues wegen Corona, doch jetzt könnt ihr vom 15. Juli bis zum 5. August mal wieder richtig zuschlagen. Diesmal gibt es was von den Orks und zwar ein bisschen, ja, Sumpf-Style, würde ich sagen. Schaut sehr gut aus, vor allem das Reittier gefällt mir sehr gut und ja, ihr könnt auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch nochmal die ganzen Pakete bzw. die Seite, wo ihr die Pakete kaufen könnt, unten in die Beschreibung. Eine der schönen Überraschungen, wo wir lange darauf warten, ist, dass das Team wächst. Wie ihr sicher wisst, hat Steven im Mai 2015 Interpret Studios gegründet. Ja, damals waren es circa, also im Oktober 2015, 13 oder ja, 14 Mitglieder, die mitgearbeitet haben. Jetzt wurden die Infos rausgehauen. Erstens, dass der Umzug jetzt endlich, ja, mal wirklich vorangeht und dass es circa 70 Mitarbeiter dann sein sollen, die ab September, ja, in dieses Büro mit einziehen. Natürlich gab es auch Informationen zu der europäischen Version von Ashes of Creation. Eins der wichtigsten Sachen wird sein, alle Cosmetics, die ihr freischaltet, zum Beispiel im Battle Royale, also allgemein in Apokalypse oder eben in einem Paket kauft, also wenn ihr euch ein Paket kauft und die Skins dazu habt, dann werden die alle rüber transferiert, wenn ihr zu MyCom wechselt. Auch sehr wichtig, einmal von Interpret zu MyCom transferiert, ist es nicht mehr möglich, den Account wieder zurück zu transferieren. Es wird später auch ein Referral-System für MyCom-Spieler geben, dennoch ist es nicht klar, ja, ob wir dann diesen finanziellen Aspekt oder diesen finanziellen Vorteil haben werden, wie eben die Leute, die bei Interpret sind. Und was euch auch interessieren sollte, ist, für die Alpha 1 wird es auch Server in Europa eben geben und diese stehen dann in Frankfurt. So, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Steven hatte Geburtstag und hat eine richtig fette Torte bekommen. Hätte ich auch gerne ein Stück gehabt. Aber das ist nicht das Thema. Und zwar, wie ihr wisst, Steven kommt ab und zu mal gern in den Discord rein und redet mit seiner Community. Dort konnten wir rausnehmen, dass die Spekulation sagt, dass wieder Alpha 1 Pakete kommen könnten. Und zwar, wenn die jetzigen Tests, also die Testpopulation, die Stabilität erreicht wird, dass wir nochmal mit Alpha 1 Paketen belohnt werden. Warten wir ab. So, und als würde das nicht reichen, hat sich unser guter Steven natürlich nochmal mit Asmongold zusammengesetzt. Und da kam auch noch einiges raus. Unter anderem kamen Informationen für unsere Handwerker zum Tageslicht. Wie ihr sicher wisst, gibt es drei Bereiche: Sammeln, Verarbeiten und Herstellen. Aus den gesammelten und verarbeiteten Zutaten werden mit Hilfe von Rezepten Gegenstände hergestellt. Seltene Rezepte können wohl nicht unbegrenzt benutzt werden, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Höhere Crafting-Stationen werden mit höheren Nodes freigeschalten. Hochlevelige Gegenstände werden mit Zutaten hergestellt, die auch von hochleveligen Bossen kommen, wie zum Beispiel Worldbosse und was noch auf uns zukommt. Es wird 6 primäre Religionen und eine Untergrundreligion geben. Spieler müssen sich für eine dieser Religionen entscheiden. Burgbelagerungen werden zu bestimmten Zeiten stattfinden und Burgbelagerungen werden jeweils auf Seiten der Angreifer und der Verteidiger bis zu 250 Spieler beinhalten können, aber es wird daran gearbeitet, die Anzahl auf 500 zu erhöhen. Nach dem Release von Ashes of Creation wird es monatlich und quartalweise neuen Content und neue Features für das Spiel geben, also es wird immer aktuell gehalten. Steven sagte auch, dass es ihm wichtig sei, dass immer ein Game Master Team online sein wird, das natürlich, ja, zum Kontaktieren da ist, falls es Probleme gibt und euch im Auge behalten. Also legt euch nicht mit denen an. In der Alpha Ende des Jahres werdet ihr ca. 20% von Vera bespielen können. Die Server werden 1500 bis 2000 Spieler umfassen können.
Das Ziel für einen Weltenserver am Ende der Entwicklung ist nach wie vor 10.000 Spieler. Aber wenn ich so weitermache, dann sitzen wir heute Abend noch da, denn in diesen Interviews kam so viel Information, auch zum Housing, zum Node-System und so weiter. Wir haben auf dem Discord, ja, auf den offiziellen Ashes of Creation Discord, Leute, die euch das auch alles wunderschön sofort umdeutschen, sobald es raus ist. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich verlinke es euch auch unten rein. Ja, ich hoffe, ich darf das, aber es ist ja im Endeffekt Unterstützung. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Steven hatte mal wieder Langeweile und dachte sich, er haut eine Ammer raus. Was das ist? Ask me anything. Und das kam dabei raus. Wie ihr in meinem Video schon gesehen habt, wird es auch Klassenfähigkeiten geben. Wie zum Beispiel der Kleriker, der dann wirklich, ja, den Nebel unten in der Unterwelt wegmachen kann. So wurde auch gesagt von Steven, dass wirklich jede Klasse später wichtig sein soll. So kann der Schurke zum Beispiel versteckte Türen in Dungeons und so weiter finden. Ihr wollt ein Heiler werden, dann solltet ihr den Kleriker auf jeden Fall nutzen, denn er wird die Basisklasse für Heiler. Barden hingegen nutzen Heal Over Times. Es soll später auch so sein, dass wirklich jede Klasse auch mindestens eine Fähigkeit haben soll, die euch selber heilt. Spieler sollen von Anfang an die ganze Welt erkunden können. Es soll keine Quests oder Events dergleichen geben, wo es sagt, ihr müsst erst das und das und das erledigen, dass ihr aus dem Gebiet rauskommt. Nein, ihr kommt auf Vera an und könnt sofort dahin, wo ihr hin wollt. Vor eurer Nase ist Eisenerz, doch es kommt euch jemand zuvor. Ressourcen sind begrenzt und höherwertige Ressourcen brauchen höherwertiges Werkzeug. Was auch sehr interessant ist, ist das Loot-System von Ashes of Creation. Kennt ihr das noch von World of Warcraft? Drum würfeln, Bedarf würfeln, Gear würfeln. Ihr könnt in der Gruppe verschiedene Loot-Systeme einstellen. Der Charakter-Creator von Ashes of Creation soll sehr, sehr, sehr umfangreich sein. Und es sind Gerüchte im Laufe, dass es heißt, dass ihr sogar einen Tag vor Release diesen Editor schon nutzen könnt, damit ihr einen Tag habt, um euren Charakter zu erstellen, dass ihr am Release-Tag sofort durchstarten könnt, wenn die Server dann halten. Ihr greift gerade einen Boss an und da kommt noch eine Gruppe dazu. Jetzt entscheidet euer Schaden, wer den Loot vom Boss bekommt. Und jetzt was für unsere Beschwörer, Freunde. Es wird eine Richtung Totenbeschwörer geben und die Begleiter, die ihr herbeiruft, werden permanent sein und sterben nicht nach 30 Sekunden oder sowas. Und zu guter Letzt, dass wir auch mal fertig werden. Ganz wichtig, die Sekundärklasse bringt euch keine extra Fertigkeiten mit. Die Sekundärklasse ist dafür da, um eure bestehenden Fertigkeiten zu ändern. Wie zum Beispiel, du bist Waldläufer, nimmst Magier, hast einen normalen Schuss und dann mit Kombination von Magier hast du zum Beispiel einen Eisschuss. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ihr müsst auch wissen, dass um einiges mehr noch dazu kam, wie gesagt, zum Node, zum Housing, allgemein Serversachen und so weiter. Dennoch, wenn ich über alles ein Video zusammenfasse, hocke ich morgen noch da. Meine Kollegen auf dem Discord haben wunderschön zusammengeschrieben, was alles besprochen wurde und so weiter. Vielen Dank an euch, großes Lob übrigens auch. Und für mich habe ich das Wichtigste in dem Video jetzt zusammengefügt, dass ihr mal wieder ein bisschen was von mir seht und natürlich mal schaut, in welche Richtung Ashes of Creation geht. Ich bedanke mich vielmals. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gerne ist raus. Ich wünsche euch was. Tschüss.